Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zum Kampf der Kelten. Hier die Ikena gegen die Averna mit meiner Wenigkeit Gaius Julius Caesar und natürlich auch wieder dem Mr. Merb. Grüß dich. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier. So, ich habe jetzt hier tatsächlich die Gelegenheit, einen Frieden zu schließen mit jemandem, mit dem ich eigentlich auch gar keinen Krieg haben will. Oh, wer ist denn das? Mal überlegen. Das verrate ich dir doch nicht. Das wäre ja noch schöner. So, ich verlange natürlich Geld dafür. Bin mal gespannt, wie viel sie mir bereit sind zu bezahlen, die kleinen Mieslinge. Dafür, dass sie mir eine Stadt abgenommen haben, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Jawohl, 1500 ist auch eine geile Sache. Jetzt müssen sie bloß noch aufhören, mich zu hassen. Wie sieht's hier mit den Lusitaniern aus? Sind die für intelligente Aktionen bereit? Nein, okay, dann... Dann werden sie sofort als unintelligent abgestempelt bei den Avernern. Ja, die werden auf jeden Fall drunter leiden. Auch die Massilier sind nicht schlau genug, einen Frieden zu machen. Ich bin da relativ schmerzbefreit, sie schmerzvoll ins Jenseits zu befördern. Ja. So, kann ich hier eventuell das hier machen? Das wäre super wichtig. Ja, ich wäre auch für eine Übereinkunft zu haben. Es ist so absurd teuer, was dieses Spiel für so ein Shake Hands verlangt, weißt du so? Oh ja, das stimmt. Das ist einfach so unglaublich schräg. Egal! Was soll man machen? Ich muss hier immer noch warten. Ja, die sind mir noch zu teuer. Das dauert auch noch eine Weile. Das braucht noch eine Weile. Ich sollte hier ein, zwei Dinge umbauen, habe ich realisiert. Etwas, was eher öffentliche Ordnung schafft und nicht andersrum. Deswegen baue ich jetzt das hier um. Beziehungsweise wäre das nicht sogar günstiger, das so zu machen? Muss man gerade eben mal gucken, was wäre die beste Option. Das hier wäre die beste Option, wenn ich das will. Wie viel Geld mache ich hier durch was? Cool, Provinzwohlstand. Immerhin ist bei Free Kingdoms inzwischen angezeigt, durch was man die Kohle macht. Ja, das ist eigentlich mal eine ganz spannende Sache, das stimmt. Eine wichtige Sache auch, ja. Ich mache jetzt erstmal das da. Ich meine, ich habe diese Dinge ja schließlich auch hier. Hier müsste ich auch eine solche Entscheidung treffen, aber diese Runde wird das nichts mehr werden. Okay, dann gebe ich jetzt tatsächlich an dich ab. Alles klar. Vielen auch Dank. Wenn du es nicht verdient hast. Ah, mit den so. Helvetien hast du Frieden gemacht. Meinst du, das finde ich nicht raus? Der Politiker ist wieder da. Ein weiterer großzügiger Tribut, den brauchen wir, perfekt. Und Rangerhöhung. Wir haben eine Mission bekommen, alles klar. Erhöhen wir doch mal deinen Rang. Was machen wir denn mit dir noch so? Natürlich ist die Rebellion jetzt dort entstanden. Oh Mann, ey, also manchmal möchte ich dieses Spiel an die Wand klatschen. Das hört sich gut an. Aha, das hört sich doch gut Dinge, an. Die gehen mir so auf den Zeiger. Holen wir uns mal das dann. Gut, irgendeine Fraktion wurde vernichtet. Makedonien wurde vernichtet, wahrscheinlich von Sparta. Wegversperrt. Das ist krass überraschend. Feindliche Flotte. Zieht sich zurück. Welche feindliche Flotte? Dumnorix. Gut. Dann machen wir mal jetzt hier weiter. Tatsächlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser Feldzug, den ich jetzt hier plane, irgendwo hin führt, der für mich gut, also irgendwo hinführt, wo es für mich gut ist. Sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Aber ich sehe, dass Massalia ein echtes Problem zu haben scheint. Also irgendetwas haben die jetzt nicht mehr. Ich glaube, die haben Nahrung verloren. Das kann natürlich sein, das ist dann hart. Also die darben jetzt hier richtig krass vor sich hin. Ah, das ist traurig. So eine große, wichtige Macht. Ah, das stimmt mich sehr, sehr traurig, liebe Zuschauer. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich
wollte doch auch nochmal hier irgendwas. Was war. Ach, Landrückgewinnung wollte ich doch eigentlich schauen, ne? Wie bekomme ich denn die Landrückgewinnung? Wo ist die denn? Ach, hier war die Landrückgewinnung. Ja, ich glaube, die wäre fast. Wie viele Fischereihäfen habe ich denn? Na, wobei. Genua. Halt will ich Genua erobern? Nee, ich will keine Stadt erobern von Leuten, die nicht mal genau schreiben können. So. Ah, herrlich. Gut, das haben wir erledigt. Wollen wir hier noch was bauen? Ich halte das nicht für sinnvoll, das kostet. Nee, das kostet leider auch, obwohl es mir gut Geld bringt. Müssen ein bisschen aufpassen. Ach, hier ist Massilia, okay. Spannend. Klingt so, als ob du First World Problems hättest. Ja. Ein bisschen First World Problems, ist richtig. So, nachdem es ja so gut lief, wieder unseren Diplomaten losschicken. Das mache ich doch gerne. Der kann nicht. Ui. Die kann aber. Auf geht's. Auf und davon mit euren diplomatischen Missionen. Und apropos Diplomatie, da schauen wir uns auch nochmal kurz rein. Willkommen, werter Freund. Können wir uns da nicht irgendwie ein bisschen annähern? Sowohl euer als auch unser Volk. Machen wir einfach mal so ein Komplettpaket. Das wird wahrscheinlich abgelehnt. Aber wir testen es einfach mal aus. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Mal das weg. Das weg. Okay, die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht. Das ist so traurig. Was ist denn mit euch? Seid gegrüßt, mein Freund. Ja, ihr seid auch gegrüßt. Habt ihr vielleicht Interesse, ein bisschen zu verhandeln? Du kennst einfach viel zu viele Völker. Ich kenne wirklich viele Völker, das ist richtig. Ich hoffe, das fällt dir irgendwann einfach auf die Füße. Denn wie gesagt, zu viele Völker zu kennen, bedeutet irgendwann mal auch mit vielen, vielen Völkern Feindschaften zu haben. Einfach nur, weil sie sagen, Moment, du hast nicht Angriffspakt mit denen da. Also, das ist so... Es gibt doch diese Nice Guys und Nice Girls, ne? Also ja. dieses Internetphänomen, oder was heißt also Internetphänomen? Und im Grunde verhalten sich diese Fraktionen in diesem Spiel ja alle so. Alle sind sehr eifersüchtig, wie du redest mit denen. Das ist wirklich richtig, ja. Das ist eigentlich schlimm. Oh Mann. Dann probieren wir jetzt tatsächlich hier Folgendes aus. Also de facto muss man sagen, jede dieser Fraktionen verhält sich wie ein Geisteskranker. Wir können hier echte Verträge zwischen unseren Völkern abschließen, wenn es die Geister wollen. So. Ah, der Rest ist in Ordnung. Karthago, kann es sein, dass die immer wieder kommen und vernichtet werden? Die waren doch schon ein paar Mal vernichtet, oder? Ich glaube, das ist so ein Stehaufmännchen, aber die sitzen auch tatsächlich hier in Karthadasht und existieren fröhlich vor sich hin. Ja, verrückt. Verrückte Welt. Gut, dann denke ich, sind wir soweit fertig. Beenden die Runde. Yeah! Booyah, here we go. Here we go. Jetzt greifen sie bestimmt Tolosa an und ich kriege einen Schreikrampf. Bitte. Ja. Den will ich hören. Ja. Nein, also das ist halt einfach wieder so total dumm. Ne? Ich bin extra aus Tolosa raus mit der Armee nach Massalia, weil ich gedacht habe, dass die Rebellion in Massalia kommt. Aber jetzt kommt diese dämliche Rebellion halt in Tolosa. Okay, warte mal, ich werde hier noch was angefragt. Kriege ich da vielleicht ein bisschen Geld? Sonst mache ich es, glaube ich, nicht. Lohnt sich ja gar nicht. Die sterben doch eh gleich wieder. Ja, deswegen würde ich es auch nur machen, wenn ich Geld bekomme. Wie geil, Massalia hat jetzt sogar schon eine Flotte, die stirbt. Ja, natürlich passiert der Scheiß. Berechne es bitte einfach. Ich habe eh keine Truppen, um sie aufzuhalten. Sind das die Rebellen von Massilia? Ja, und es ist einfach so saublöd. Mir wird gerade nichts angezeigt, ne? Ja, okay. Echt nicht? Nö. Okay. Ich sehe jetzt nur irgendwie... Hä? Ah. Ich hab's halt berechnet, ja, deswegen habe ich es gesagt. Ich hatte eh keine Chance, weißt du so. Das ist halt genau das passiert, was ich wollte. Ja. Cool, meine Truppen können jetzt eine Weile weiter marschieren. Ich habe einen klugen Taktiker bekommen, warum auch immer. Tolosa wird doch wahrscheinlich eh wieder gleich eine Rebellion bekommen. Minus 31, wenn ich das sehe. Ja, also, du brauchst ja nicht drüber nachdenken, über die Blödheit der KI hier und so, ne? So. Ah, ich habe doch was Wichtiges vergessen. Verdammt, Leute, verdammt. Ja, zum Glück. Ah, das ärgert mich jetzt.
Na gut, kann man nichts ändern. Jetzt die Einheiten rekrutieren. Weißt du, was halt geil ist? Dadurch wurde jetzt halt auch meine Rekrutierung unterbrochen. Ich bringe sie einfach um. Ja, dann mach das doch. Das ist doch immer eine Lösungsmöglichkeit in diesem Spiel. Ey, also das ist, also manchmal kriege ich halt einfach auch nur den Hass auf dieses Spiel manchmal, weißt du. So, das ist einfach so dumm programmiert an manchen Stellen, dass die halt jetzt da rauskommen. Du weißt es halt einfach vorher nicht. Und natürlich greifen sie sofort an, weil sie natürlich sofort Fullstack sind. Das ist bei Three Kingdoms so viel besser gelöst, dass die halt erstmal ihre Rebellion aufbauen müssen, so wie alle anderen auch. Aber, das ist doch normal mit der Rebellion, dachte ich hier auch in Rome. Also mit einer... Nö, die kommen halt mit, ja, also ich hatte ja auch schon diesen Sklavenaufstand, ja, der gleich mit Goldwimpelstufe. Echt? Okay. Also Fullstack-Stufe, also 20 Kohorten, okay, mit Goldwimpeln hatten wir in diesem Let's Play schon. Wow, das sind aber Premium-Sklaven, Junge, die da jetzt rebellieren. Ja, muss man sich mal vorstellen, irgendwie. Die Reichsten der Reichen haben ein paar Sklaven gehabt, die sich dann alle zusammengeschlossen haben von der großen, weiten Welt. Und also ich würde das ja akzeptieren, wenn ich jetzt dann zum Beispiel so etwas hätte wie ein Ludus oder sowas, weißt ja, du? Ja, ja, sag, klar. Okay, ich habe jetzt hier Hardcore-Gladiatoren. Wie bei Spartacus halt, ja. Genau, aber nein, die machen bei mir Bergarbeit. Die müssen körperlich so im Arsch sein, ich sag's dir. Ehrlich, ehrlich. Also einfach nur bescheuert an gewissen Stellen. Kann das hier gar nicht bauen? Dann lassen wir das. Kann ich da was machen? Nein. Also gut, dann rekrutierst du den Scheiß jetzt hier mal zum... Kannst du hier theoretisch angreifen? Natürlich. Natürlich nicht. Ey, also das ist so eine frustige Runde schon wieder hier. Einfach nur, weil das Spiel der Meinung ist, hey, der Spieler hat gerade zu viel Spaß. Wir müssen dringend was dagegen tun. Also fühlt sich's manchmal echt an. Das haben sie sich wahrscheinlich wirklich gedacht, nachdem du hier Massilia eroberst, kommen erstmal ein paar negative Events. Ich kann ja nicht mal was dafür, dass ich Massilia jetzt erobern muss. Die zwingen mich ja dazu. Das ist ja auch irgendwie... Nee, weiß ich nicht. Befreien kannst du wahrscheinlich nicht, macht ja keinen Sinn. Niederreißen oder plündern hättest du das können, ja. Ja, aber was bringt mir das denn, die zu plündern? Das bringt mir ja auch nichts. Da habe ich doch auch nichts davon, wenn ich die plündere. Hast deine Dann sind die ja immer noch da, weißt du, so, das ist so... Ja, ja. Ich meine, jetzt leiden sie gerade eben, also die verhungern de facto. Das ist das Einzige, was gerade eben wirklich eigentlich, so blöd es auch klingt, Sinn macht. Die wollen nicht. Die wollen einfach nicht diese Stinkstiefel. Traurig. Weißt du, ich verstehe halt auch ehrlich gesagt nicht, warum. Also, sie sind gleiches Blut, sie haben plus 49 Beziehungen und sie wollen keinen Nicht-Angriffspakt. Das ist so, es sind meine Verwandten. Ja, gut, okay, in der besten ich habe alles gesagt, es sind meine Verwandten. Genau, richtig. Das ist, Schutzbündnis brechen. Nee, warte mal. Militärischen Zug. Will ich auch nicht. Krieg beitreten gegen. Würdet ihr das tun? Nein. Das ist gut. Ja, dann ist mir jetzt alles egal, außer dass ich jetzt den Turn beende. Jawohl, sehr schön. So, ein kluger Taktiker ist bei uns dazu zurückgekommen und Bedürfnis nach Kavallerie. Alles klar. Ah, Todesurteil, das ist traurig. Naja, muss auch mal jemanden treffen. Passiert leider. Der Rang hier wurde erhöht, das ist sehr gut. Perfekt. Dann machen wir jetzt als nächstes folgendes. Das ist immer noch okay. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Das hat in dem damaligen Feature gefehlt, dass man Städte wirklich komplett abreißen kann. Einfach um dafür zu sorgen, dass da einfach mal Ruhe ist, weißt du, so... Ja, einfach am besten noch Salz dann streuen, ne? Ja, genau. Haben die Römer doch damals so gemacht. Mit Karthago gemacht, ja, ja, klar. Das Einzige, was ich in diesem Spiel machen kann, ist das Mittelmeer mit Römern düngen.
Was ich übrigens gemacht habe in einem etwas länger her Let's Play. Hä? Willst du da jetzt angreifen? Nein, ich wollte eigentlich... Okay, strange. Alles gut. Alles gut, alles gut. Du lässt mir Burdigala wieder. Ich fass es nicht. Bin freundlich. Ich glaube aber einfach, du hast nur realisiert, dass es einfach auch eine sinnlose Aktion ja. ist. Vielleicht versuche ich dann lieber nochmal irgendwie zu plündern oder irgendwas in der Art zu machen. Wenn das Leben einfach sinnlos wird. Richtig. Ich werde in der nächsten Runde was testen. Tests sind immer schön. Wenn du schon so sagst, habe ich ein negatives Gefühl. Es geht immer um dich. Ja, ja, wenn du was testen willst und es geht immer um mich, das ist mir schon bewusst. So, bevor ich das jetzt alles vergesse, genau, das wollte ich noch machen. Perfekt. Da kann man nicht mal sagen, dass du irgendwie egozentrisch wärst, wenn du das befürchtest. Nein, nein, nein. Nein. Ach, bei ja, dir nicht tatsächlich, bei dem, was ich jetzt hier schon erlebt. Du kommst schon wieder bei Nemetakum an, oh Gott. Das ist richtig. Er lernt's einfach nicht, Freunde. Er lernt's einfach nicht. So. Ja, ich brauche ein paar Mal Erlebnisse, die nicht gut laufen, bevor ich irgendwas lerne. Gut, okay. Ja, ich habe schon gemerkt, dass du da so eine Schwäche zu haben scheinst. Ja, das ist... Was ist denn mit den armen Bojan? Jetzt schicken wir mal unsere beste Diplomatin zu denen hin. Schauen wir mal. So. Ich müsste meinen Magoriges auch mal wieder verheiraten. Sonst stirbt tatsächlich die Lydia aus. Das ist der einzige, der noch lebt aus meiner Familie. Ach, ich glaube, keiner würde sie vermissen. Ja, die da bin ich so ehrlich zu dir. Ein gesamtstolzes Volk. So schaut es nämlich aus. Kann ich den jetzt verheiraten, bitte? Ich Partner suchen? Ja. Der war doch auch verheiratet. Ist die irgendwie gestorben? Verrückt. Aber... Nein, abbrechen. Geht das? Hallo? Na, okay, dann eben nicht. Schade. Gut, dich kann ich nicht mehr bewegen. Da geht auch nichts mehr. Dann schauen wir nochmal kurz Diplomatie. Die Beziehungen werden echt besser. Das freut mich. Werter Gast. Ich bin sicher, eure Worte werden die Ehre eures Volkes in unseren Augen nur steigern. Das freut mich. Jetzt fragen wir nochmal hier nach. Nee. Okay, dann bin ich soweit fertig. Gut. Dann bin ich ja mal gespannt. Die Nervier greifen wieder an. Ach, die greifen? Hä, wo greifen die denn an? Ach, lol. Ich sehe es in dem Mektakum, okay. Da hat sich jemand vor mich geschlichen. Ich meine, habe ich nichts dagegen, muss ich gestehen. Wenn die es haben wollen, ist das sogar gar nicht so schlecht. Ich bin am überlegen, ob ich das kämpfen will. Ja, wobei es sind doppelt so viele, das bringt nichts. Nee, automatisch, das verliere ich eh. Ja, ich habe da keine Chance, sind wir mal ehrlich. Es sind viel zu wenig hier. Ey, ich kann nichts machen, ne? Ja. Ja, die Animation hat halt kurz mal... Ah, okay, die Animation, ja, alles gut. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du auf mich irgendwie gewartet hast. Jetzt belagern sie den Mittag. Ernsthaft, die belagern jetzt anstatt... Oh. Diese Helden, diese Helden! Ah! Weil das ist jetzt kann blöd ich, für dich, ne? Ja, jetzt kann ich den Mektatum nicht angreifen. Die KI ist so clever manchmal, liebe Zuschauer. Oder? Nee, genau. Ja, sie sind halt einfach, nee, sie sind von Natur aus einfach dumm. Achso, du bist jetzt erst dran. Ich kann jetzt eh nichts machen. Ja. Die sind echt dumm. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Was haben die eigentlich für eine Armee? Oh Gott. Also gut, jetzt mache ich... Mal sind das ist wieder mal so eine KI-Aktion. Ich mache das ja automatisch, weil das eh keine Relevanz hat. Das ist sind 3 Einheiten mit nichts. Ja. Gerne. Gerne.
So, darf ich jetzt endlich wieder Truppen rekrutieren, Spiel? So. Hier komme ich tatsächlich nicht mal ran. Ich habe wieder etwas geforscht. Ich weiß jetzt gerade eben ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich geforscht habe. Vielleicht sollte ich einfach nochmal gucken, was ich geforscht habe. War dein Turn vorbei, wenn ich wieder dran bin? Die Fruchtfolge. Oder ist der erst vorbei, wenn ich dran war? Ich merke mir das immer nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Fruchtfolge haben wir abgeschlossen. Ne, ich bin ja nach dir. Hütte des Lehrmeisters. Hm. Mineralquelle. Generalquelle? Nein, nein, Mineralquelle. Achso, schade. Generalquelle hätte mir besser gefallen. Das wären halt 20 Turns. Das würde halt gefühlt 1000 Jahre kosten. Vor allem, selbst wenn sie jetzt eine Metakum erobern, bekommen die doch auch erstmal eine Rebellion. Das gefällt mir alles nicht, Leute. Das gefällt mir alles nicht. Mir gefällt ja auch viel nicht. Was machen wir denn da? Oh Gott, ich bin so hin und her gerissen hier gerade. Goldschmied. Mal, das dauert nicht so lang. Okay, dann haben wir diese Truppe hier. Die ist ja jetzt leider nicht mehr ganz so geil wie früher. Kann ich ja eigentlich einen Typen anheuern? Ich kann ja einen Typen anheuern. Der ist doch mal brauchbar. So. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Kohle. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier einfach mal auf Kavallerie setzen? Okay, jetzt kommt der Versuch und ich bin gespannt, ob er klug macht. Da bin ich jetzt aber auch gespannt, was du vorhast. Namnetum. Ah, okay. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Einfach mal nur, um zu gucken, was passiert. Ja, du bist jetzt sozusagen mit deiner Armee in Amnetum rein, greifst meine Flotte an. Genau. Ja, gut, da werde ich mich wohl zurückziehen, weil das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn zu kämpfen. Weil okay. Selbst wenn du, also du wirst mit Schiffen gegen mich fahren, aber wir haben ja gelernt, dass es das Rammen nicht gibt. Und dann reichen halt deine Truppen einfach aus, auch um da auf See stark zu sein, würde ich behaupten. Das ist das, was ich jetzt testen wollte. Full Stack Armee, okay, machen wir mal jetzt Rückzug. Willkommen zurück! Sag mal, die können aber auch 5000 Kilometer wegfahren, oder? Das ist eine Flotte, ja klar. Das ist ja wohl nicht zu fassen, ey. Der Moment, wo du einfach nicht weiter wegfahren kannst. Das war genau der. Das Spiel entscheidet einfach, ja, das ist weit. Wir können noch weiter. Warum haben die denn hier schon wieder solchen Trouble? Ach ja, Spiel, was du schon wieder tust. Aber du hast damit tatsächlich Namnetum vor einer Rebellion gerettet, ne? Kann schon sein. Das hatte ich nämlich beobachtet, deswegen habe ich nach einem runden Turn gefragt. Also, da wäre dann über minus 100 gewesen. Das kann durchaus sein. War also sehr clever gemacht. Naja, also, was heißt clever gemacht? Also... Ich habe da halt, weißt du, was das gemein ist? Ich habe dafür überall schon Geld ausgegeben und das Geld ist jetzt einfach nicht mehr da. Gucken wir nochmal in die Diplomatie. Haben die irgendwelche Feinde? Ja, die Getuler. Die Getuler sitzen aber einfach da unten und tun irgendwie nicht viel. Karthago ist mein Best Friend forever. Bis solange sie noch existieren.
Hey, immerhin konnte ich mit Karthago tatsächlich. Ach, das ist ja Neu-Karthago. Das ist ja gar Das nicht ist ein Karthago. Unterschied, weil die sind nicht sehr stark, glaube ich. Die darben auch vor sich hin, Neu-Karthago. Seltsam. Ja, also irgendwie schafft es Karthago GmbH und Co. KG einfach nicht, hier Ja. irgendwas geschissen zu bekommen. Das ist Das ein ist richtig. Trauerspiel. Das ist richtig. Okay, ich gebe dann mal ab. Jawohl. So. Oh, das war nicht so gut, leider. Ja, genau. Ach, die Navi haben die offiziell. Ach, ihr wart gar nicht im Krieg. Okay, verstehe. Ah, ja, Leute, jetzt muss ich überlegen, was wir so machen wollen, ne? Was ist jetzt clever und was ist nicht clever? Die Antwort darauf könnte dich schockieren. Ja. Oh, ernsthaft, wegen. Oh, die, oh, hä, das. Ich bin doch genauso weit gefahren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal, kann ich jetzt hier eigentlich. Klar, jetzt die nächste Rebellion. Warum auch nicht? Ja. Sehe ich auch so, warum auch nicht? Hört halt einfach mal original nicht auf. Was passiert denn, wenn ich jetzt. Ich gehe mal lieber erstmal hier hin. So. So. Und dann. Spiel entscheidet eine hellenische Rebellion, ist auch witzig. Gut. Habe ich jetzt. Ah ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Dich da, genau. Dich muss ich da unbedingt hinbewegen. Ich bin sehr weit auf dich angewiesen, meine Freundin. So. Das passt. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, was ich beim Mimik-Tarko machen soll. Wir können jetzt mal kurz testen. Genau, nee, angreifen kann ich logischerweise nicht. Alles klar. Wieso haben wir eigentlich nur so eine kleine Reichweite hier aktuell? Dann machen wir jetzt Folgendes. Jetzt gehen wir mal hier hin. Und gehen hier hin. Und kommen noch hier hin als nächstes Mal. Vorsichtig. So, diesmal mache ich natürlich nicht den Fehler, dass ich mich irgendwie aufteile und du mich da irgendwie Stück für Stück zerstören kannst. Ein bisschen gelernt habe ich. Naja, ich sehe, dass das schon eine ordentliche Invasionsstreit macht kommt. Das ist jetzt schon eindrucksvoll. Das freut mich zu hören. Ich habe auch tatsächlich, das sind auch meine besten Truppen, die da teilweise mit dabei sind. Was mich an dem Spiel halt einfach nur nervt, ist, dass halt einfach Massalia, obwohl sie einfach völlig im Arsch sind, nicht bereit sind, einen Frieden zu machen, nachdem sie halt einfach. Also die sterben halt nur noch. Also die gesamte Armee von denen verhungert. Alles bei denen rebelliert. Traurig, ja. Und die wollen keinen Frieden, okay, verrückt. Das ist einfach nur total verblödet. Ja, Also die wollen wohl bis zum Ende kämpfen. Ach, hier ist jetzt deine Rebellion. die Ja, gehen gut, jetzt halt vier Stück. einfach unter, aber machen keinen Frieden. Weißt du, das ist so eine unglaubliche Dickkopf, wie heißt, KI. Ja. Wenn das nicht so funktioniert, wie ich will, dann soll ich halt untergehen. Naja, genau, richtig. Du sitzt einfach nur so da und denkst, alles klar. Okay, die schicke ich mal zu den Helvetien, dass du ein bisschen Erfahrung sammelst. Ich verstehe das nicht. Habe ich mehr Geld? War das durch den Tribut? Ich hatte das Gefühl gehabt, ich habe viel weniger Geld. Aber ich beschwere mich nicht. So, wir müssen uns jetzt tatsächlich um das Ostproblem kümmern. Ein Psychiater bitte nach Massalia. Einen Psychiater bitte nach Massalia. Ich will Nahrung 4, mach das weg. Aber wir kommen eigentlich ganz gut mit der Nahrung zurecht. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich eher noch auf öffentliche Ordnung setzen wollen, glaube ich. Ja. Doch, das mache ich. Dauert halt leider 5 Runden dort. Okay, aber hier haben wir jetzt das größere Problem. Ah ja, doch, das wollte ich doch ändern, ne? Ob ich jetzt so oder so minus 6 öffentliche Ordnung habe, so bekomme ich mehr Nahrung. Auch wenn es leider sehr lang dauert, bis das geändert wird, aber langfristig hilft das. Ah ja, die Armee wollte ich noch bewegen. Gut, dass ich das nicht vergesse. Das ist gut. Okay. Nee, dann ist soweit alles gut. Dann sparen wir uns hier ein bisschen was.
Ich frage mich, was diese ganzen KI-Armeen, die wir hier die ganze Zeit sehen, machen. Das ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Das frage ich mich die ganze Zeit, ey. Also, Witz. So, okay, wo wollen wir als nächstes? Ich glaube, fast der Weg ist dann der beste. Hä? Ach so. Verstehe. Ah ja, okay. Gut. Gut, Technologie läuft, das läuft. Dann. Ja, sind wir eigentlich am Ende. Ich gebe nochmal die Runde an dich ab und dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Sehe ich auch so. Ja, dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal aussieht. Ich stehe ja schon wieder hier hart unter Druck, aber. Ja. Die neue Invasion der Ikena hat begonnen. Zusammen mit Nemetakum. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die uns da unterstützen. Also, wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen. Macht's gut. Oh, und das hier ist faszinierend. Tschüss und Ade.